Wir informieren dich über alle spannenden Filmstarts im Kino in der Schweiz und damit ganz herzlich willkommen zum Filmab, deinem Kinomagazin auf Star TV. Wir erhielten von den Göttern viele Gaben. Eines Tages wirst du sie alle kennen. Hier verwahren wir sie. Es ist wunderschön. Wer könnte es führen? Nur die Stärksten von uns wären dazu in der Lage. Und das bist nicht du, Diana. Du wirst sie härter unterweisen als jede Amazone vor ihr. Fünfmal so hart. Zehnmal so hart. Lass nie deine Deckung fallen. Du erwartest deinen redlichen Kampf. Bis sie sogar besser ist als du. Aber sie darf niemals erfahren, was sie in Wahrheit ist. Was ist das hier? Wer bist du? Es ist unsere heilige Pflicht, die Welt zu verteidigen. Klar. Wer du auch bist. Du bist in größerer Gefahr, als du denkst. Sei auf der Hut, Diana. Wenn niemand sonst die Welt verteidigt, muss ich es tun. Willkommen im guten alten London. Es ist scheußlich. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Bleib zurück. Oder auch nicht. Willst du mir sonst noch was zeigen? Was bist du? Ich bin Diana von Themyscira, Tochter von Hippolyta. Im Namen all dessen, was gut ist, dein Zorn, den du über diese Welt bringst, hat nun ein Ende. Das wird so nichts. Nimm bitte das Schwert runter. Ja. Passt überhaupt nicht zum Rest. Gar nicht. Mein Sohn, es geht dabei nicht nur um dich. Wie alle schwarzen Männer hast du eine Zielscheibe auf deinem Rücken. Sie werden versuchen, dich fertig zu machen und dir alles zu nehmen, was du liebst. Sie werden dir alles geben, was du brauchst, um dich selbst zu zerstören. Und vergiss nie, sich selber treu zu sein, steht über allem. Lass loslegen. Sie haben gesagt, und ich zitiere, wenn sie mich töten, will ich, dass die Menschen die wahre Geschichte erfahren. Wir sind stolz, den Mann der Stunde bei uns zu haben, Mr. Tupac Shakur! Du musst für etwas einstehen. Du musst für etwas leben. Und du musst bereit sein, für etwas zu sterben. Dein Stiefvater ist ein Revolutionär. Deine Mutter hat mir gesagt, dass sie gerade einiges durchmacht. Manchmal müssen die Menschen neue Wege gehen, um zu sehen, wer sie sein können. Das ist die einmalige Gelegenheit, Revolutionäre und Gangs zusammenzubringen. Und du kannst sie vereinen. Was geht, New York? Ich glaube, Biggie Smalls ist in der Haus. Wir haben großen Einfluss, Mann. Nutz das, um was zu verändern. California. Die Menschen lieben deine Musik, Tupac. Du kreierst ein Bild für deine Fans. Das ist oft nicht schön, aber es ist echt. Ich zeige, was auf den Straßen los ist. Ich zeig drauf und bleib dabei real. Ich habe gehört, dass das FBI eine 4000 Seiten dicke Akte über dich hat. Nur 4000, ha? Es gibt drei Dinge, die schlecht an Gangster-Rap sind. Es ist obszön, es ist obszön, es ist obszön. Sie wollen Positives für Schwarze bewirken, indem sie negative Begriffe wie Thug und Outlaw benutzen. Du musst ihre Welt erstmal betreten, um sie daraus zu befreien. Viele wurden mit einem Schwanz geboren, sind aber keine Männer. Ich bin ein Mann.
Death Row ist mehr als ein Label. Es ist eine Lebenseinstellung. Es ist ganz einfach. Entweder du bist für uns oder gegen uns. Der Mann, den ich kannte, wollte seine Stimme nutzen, um aufzuklären. Um Menschen zu vereinen. Jada, wenn er sich mit mir anlegt, dann muss er dafür bezahlen. Man muss eine Bewegung starten für unsere Leute, damit sie in Sicherheit sind. Die Kameras sind nur auf mich gerichtet. Wieso? Weil ich Tupac bin? Sie werden dir alles geben, was du brauchst, um dich selbst zu zerstören. Wir dürfen diejenigen, die uns verletzt haben, nicht hassen. Denn sobald wir sie hassen, sind wir nicht besser als sie. Dass uns bei unserem Abenteuer nichts in die Quere kommt. Emily, ich kann nicht nach Südamerika fliegen. Was? Außerdem mache ich mit dir Schluss. Wann? Na, genau jetzt. Du bist mittendrin, in diesem Moment. Du willst darauf nicht verzichten. Nein, hör auf damit. Du armes Ding. Du siehst grauenvoll aus. Danke. Wir stehen das durch. Das reicht. Alles klar. Okay. Guck mal, wie cool du warst, Mom. Pack deine Sachen, wir fliegen nach Südamerika. Auf gar keinen Fall. Es dauert 2 Jahre, einen Urlaub zu planen, das weiß jeder. Du machst gar keine coolen Sachen mehr. Das ist nicht wahr, ich habe einen Töpferkurs an der Volkshochschule gemacht. Tada! Ich hab dir gesagt, das ignoriere ich. Die hast du gemacht und sie ist schrecklich. Okay. Hier, hängel die um. Was ist das? Eine Vergewaltigungspfeife. Das ist eine Hundepfeife, Mom. Denkst du, mich vergewaltigen Hunde? Oh mein Gott! Sie funktioniert. Du siehst aus wie eine Imkerin. Die Sonne ist gefährlich. Du machst viel zu viel drauf. Du machst viel zu viel drauf. Wir gehen heute aus. Ich definitiv nicht. Du verpasst den ganzen Spaß. Sei nicht immer so ängstlich. Was ich brauche, ist ein abgefahrenes Abenteuer. Darf ich mich zu dir setzen? Hey, der Typ redet mit dir. Ich rede mit dir. Er meint nicht dich, sondern mich. Ich bitte. Könntest du dich verpissen? Du lenkst ihn ab. Hey! Wo zum Teufel sind wir? Auf der Panoramastraße. Ich hol uns hier raus. Festhalten, Mom! Komm schon! Mom, das war der Knaller! Ich kenne einen Mann, der sich um euch kümmern kann. So fängt sexuelle Sklaverei an. Okay, Mom. Die Leute wollen junge, hübsche Frauen. Soll ich mich vielleicht im Dschungel verstecken, nur zur Sicherheit? Nein, nein, dein aufgedunsenes Gesicht wird dich schützen. Ich habe einige Posen, die würden dich total umhauen. Geil, was? Über eine 500.000 jüdischer Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, befinden sich zurzeit in Transitlagern der amerikanischen Besatzungszone. Bermann, David, jüdisch. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen? Mit einer Limousine, mit Chauffeur. Was brauchen die Deutschen momentan am dringendsten? Wäsche. Wir werden aufmachen, einen Wäschekurs haben. Leute, ich bin dabei. Vor Ende der Vorstellung. Als Projektionist ist er eine Katastrophe. Aber als Verkäufer genial. Mit welchem Trick arbeitet er? Er wird Schuldgefühle bei den Deutschen. Schuldgefühle bei Deutschen? Teilachen ist eine Kunst. Was zählt, ist die Show. Wir beide sind hier im Auftrag Ihres Arbeitgebers der Bahn. Diese Aussteuerpakete kosten normalerweise 1.300 Mark. Ihr Arbeitgeber, die Bahn, hat sich bereit erklärt, 400 Mark dazuzulegen. Morgen geht's nach Seckbach. Was ist ein Seckbach? Die Postleitzahl. Das wird immer verrückter. Lerheim. Was? Auf das Leben. Sie sind Arzt? Ja, ja. Zahlen Sie gleich oder auch stottern? Wir sind die jüdische Rache. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das hier kein Spaß ist und gravierende Folgen für Sie haben kann? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich mache hier nur meine Arbeit. Sagte der es erstmal am Rande des Massengrabs. David, wir müssen Klartext reden. Da bin ich einmal gespannt. Bis jetzt haben wir dir vertraut. Was machst du hinter unserem Rücken? Hattest du was mit den Nazis zu tun? Ich hab dir doch gesagt, du sollst bei Marian bleiben und aufpassen, dass die Deutschen hier nicht reinkommen. Die Deutschen sind misstrauisch. Und wenn Juden kommen, ganz besonders. Hitler ist tot, aber wir leben noch. Wie schön, Sie wieder bei uns zu sehen, Mr. Wicker. Du musst das für mich erledigen. Nein, ich habe mich geändert. Manche Dinge ändern sich nicht, John. Ich kann nichts für dich tun. Du kennst die Regeln. Wenn du nicht lieferst, wird es Konsequenzen geben.
Kreditorenabteilung, was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Forderung eintreiben. Name des Schuldners? John Wick. Der Auftrag ist jetzt international. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Jetzt gib diesem Mann doch bitte eine Knarre. Du lässt dich mit dem Teufel ein. Er nennt es nicht Rache, sondern Gerechtigkeit. Arbeitest du? Ich fürchte ja. Egal wer kommt, ich werde ihn umbringen. Ich werde alle umbringen. Aber natürlich. An mir soll's nicht scheitern. In diesem Sommer bekommen Bob der Baumeister und sein Team ihren bisher größten Auftrag. Wow. Aber diesmal haben sie starke Unterstützung. Außerirdische Dinosaurier. Außerirdische Dinosaurier. Nein, drei mächtige neue Megamaschinen. Ace. Yeah. Du hattest doch ein Poster von Ace an der Wand, oder? Kann sein. Rums. Bleib mir aus dem Weg. Und Kracher. Schön, dich zu sehen, Konrad. Hilfreich ist mein zweiter Name. Komischer Name. Du schuldest mir was. Macht euch bereit für ein riesiges Abenteuer. Yeah. Und richtig viel Spaß. Oh, pass auf. Und los geht's. Der Damm wird brechen. Pass auf. Wir brauchen mehr Sandsäcke. Und los. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Nein, das schafft er nicht. Denn wenn ein Damm Risse bekommt, was soll ich nur tun? Nicht aufgeben. Ist echte Teamarbeit die einzige Rettung. Der Baumeister, das Megateam, der Film. Kann's kaum erwarten. Das Filmab auf Star TV kommt nächste Woche wieder mit aktuellen Kino-Highlights auf Star TV.